Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zum neuen Part von Pokémon Diamante, der Randomizer Nuzlocke Challenge. Und, liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mir schon erzählt habt, aber glaubt ihr, ich muss als nächstes in die Bibliothek gehen? Ich bin mir da ja ein bisschen unsicher. Ach, die letzten drei Parts, alle Kommentare bestanden aus, du musst in die Bibliothek. Meine Fresse, Leute, ich nehme vielleicht mehr als einen Part auf am Stück. Meine Güte, ich habe schon verstanden, die Bibliothek ist okay. Ah, hunderte über hunderte Kommentare. Geh in die Bibliothek, M.O.P. Nur um das mal soweit geklärt zu haben. Ich hab's wahrgenommen. Schon okay. Alter, und du Zubat, ich sehe gerade, du willst hier richtig sterben. Und ich habe auch wahrgenommen, dass irgendwo hier neben dem Stärkeufer Blitzach sein muss. Irgendwo muss ich noch ein, zwei Meter laufen und dann sollte ich da sein. Also, versuchen wir mal unser Glück. Und nachdem ich in der Bibliothek war, wird dann übrigens auch dieses ganze Zeug mit den legendären Pokémon, die sich dann bei den Seen herumtreiben, getriggert. Also, ich bin da schon nicht ganz verkehrt gewesen, aber ich hätte zuerst in die Bibliothek gehen müssen. Ja! Aber jetzt kriegt ihr erstmal Zubat auf die Fresse, weil... Das ist ein Zubat, ich bitte euch. Was will das schon machen? Will sie mit den Flügeln flattern? Buh! Alter, das Zubat wird gerade echt nervig, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass du mich nerven wirst, Zubat. Wenn ich jetzt vergiftet bin. Gut, jetzt stirb. Sei tot. Stirbst du? Stirbst doch, oder? Dankeschön. Verdammtes Zubat, du bist voll anstrengend und nervig. Yay, 270 Erfahrungspunkte für mich. So. Blitzach. Wieder ein Zubat. Oh, ein Pupita! Hallo, Pupita! Gott, ich hätte dich unfassbar gern gefangen. Ja, wobei machen wir uns nichts vor. Es wäre dann bestimmt sowieso noch irgendwann gestorben, bevor es überhaupt zu einem Despoter werden kann. Insofern, vielleicht ist es schon besser, dass wir nicht füreinander bestimmt sind und dass sich unsere Wege nie wirklich im tieferen Sinne gekreuzt haben, Pupita. Wahrscheinlich besser so. Alter. Ne, hier war ich doch schon. Ich glaube, hier muss doch irgendwo noch Blitzach gehen, oder? Was, wenn ich da unten entlang gehe? Da geht's weiter. Oh mein Gott! Ich war so kurz davor. Shit! Okay, wir sind in Blitzach, die Schneestadt voller schneetastischer Schneeträume. Schnee. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal ins Pokémon Center, werde mich von Wurmigebühren verabschieden, weil... Ja, Wurmi hat seine besten Tage hinter sich. Der ist jetzt hinüber. Und dann haben wir unsere Pokémon und dann gehen wir in die verdammte Bibliothek. Wurmi, es war schön mit dir. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und du, heil meine Pokémon-Frau. Heile sie so, wie du noch nie irgendwas in deinem Leben geheilt hast. Und ich sehe auch über den Ansatz an Frauenbartwuchs an deiner Oberlippe hinweg, liebe Schwester Joy. Denk dran, rasieren. Ist wichtig. Sieht komisch aus. Ja. So, ich würde auch mal sagen, dass ich in letzter Zeit extrem viel so sage und das ist ziemlich anstrengend. Ne, zuerst mal würde ich sagen, wir geben Muffin den EP-Teiler, weil Muffin muss ganz dringend trainiert werden. Mein Team ist nämlich wieder extrem unausgeglichen. Mit extrem unausgeglichen meine ich, ein Elektro-Pokémon würde mich wieder komplett zerstören. Das ist nicht so schön. Oh Gott, wo war denn jetzt die Bibliothek? Ah, Moment, das war hier, das war in... Fleetburg! Fleetburg! Schwupp! Flick mich dahin, Taubsi. So, jetzt können wir in die verdammte Bibliothek, Leute. Ich raste auch aus vor Freude. Schutz wirkt nicht mehr. Oh nein, nicht der Schutz! Das ist auch die Bibliothek hier. Okay, die Bibliothek. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Nerd? Bücher? Interessant. Oh, hey, M.O.P., hier geht's lang. Dankeschön, Trottel. Ich war in der Eisregion und bin fast gestorben, aber gut, dass ihr hier in der Bibliothek auf mich gewartet habt. Keiner hat sich Sorgen gemacht um mich, nein? Ja, ich verstehe schon, okay. Wir sind alle hier, M.O.P., erinnert ihr euch, die Entwicklung in Pokémon studierst du, okay? Hier, wenn du studierst, dass mehr Geheimnisse tauchen auf, das ist ziemlich spannend. Sind Pokémon jetzt ausgereift oder Illusion-Pokémon? Prozess der Entwicklung beschleunigen oder ihm helfen dabei es zu erforschen? Okay,
Wo finden wir denn die Illusions-Pokémon, Professor? Hab deinen Namen vergessen. Erzähl mir doch mal davon. Drei Seen, okay. Dann sollte ich wohl zu den Seen gehen. Sollte ich wirklich. Oh Gott, Ruhe! Oh, ein Erdbeben. Okay, das macht's ganz ein bisschen spannender. Man sieht da nicht, was es gemacht hat, oder? Seid ihr alle unverletzt? Lasst uns nach draußen gehen, aber seid vorsichtig. Ich mache mir Sorgen um den Ort. Wir alle machen uns Sorgen um den Ort, Professor. Wir alle. Beeil dich, MOP. Okay. Ich fliege schon nach unten. Ich flattere förmlich die Treppen hinunter, um möglichst schnell bei euch zu sein. Denn dieses spannende Ereignis will ich mir nicht entgehen lassen. Dieses Beben hat keine natürliche Ursache. Leute, ist was Riesiges passiert. Am See der Kühnheit, so eine Mega-Explosion. Zisch, bumm, so in etwa. Okay, dann muss ich wohl zum See der Kühnheit gehen. Und du gehst zum See der... Dieser Trottel. Kann wohl niemals still sitzen. Ja, dieser Trottel. Unter dem nichts, was gefährlich sein könnte. Ja. Okay. Pass auf, okay. Kann ich jetzt gehen? Ja, danke. War ein sehr spannendes Event hier. Nee, ich will nicht auflockern. Ich möchte gehen. See der Kühnheit war meiner. Kühnheitsufer. Gut. Dann muss ich jetzt zum Kühnheitsufer. Meine Fresse. So oft habe ich es versucht und so oft bin ich gescheitert. Aber jetzt wird es mir gelingen. Letztendlich. Und? Ich habe so viel, die Türen machen gar nicht mehr dieses Geräusch, oder? Doch. Ey, ich mag das Türengeräusch von Pokémon. Das hat was. Das hat sowas Türenöffnendes und Schließendes. Ja, das hat es. So, da. Meine Fresse, das Kühnheitsufer. Das legendäre Kühnheitsufer. Wie lange haben wir darauf gewartet, Leute? Soll ich verraten? Wir haben lange darauf gewartet. Und jetzt ist es soweit. Wir sind bereit für die Kühnheit. Und die zwei komischen Wachen sind auch weg. Yay. Was haben wir denn hier alles? Dich könnte ich umgehen. Ich glaube, ich will gegen die... Oh nein, ein Karpador! Du Monster! Oh, See der Wahrheit! Zivilisation! Kaff, Zweiblattdorf! Okay. Geht's dir gut? Karpador zappelt hilflos am Boden. Ich würd's essen. Hi. Oh, okay, du willst kämpfen. Okay. Hi! Ich bin MOP männlich. Und wer bist du? Was? Du willst deinen Namen nicht verraten? Ich will ihn auch nicht wissen. Aber vielen Dank. Galaktiker Rüpel, ein Kinoso. Ist es das Pokémon, das sich selber aufisst? Nein, das ist die weiterhin. Das ist das Pokémon. Die Kirschen-Pokémon, das sich, um sich weiterhin zu entwickeln, selber auffrisst. So sieht es aus, wenn es sich selber gegessen hat. Ja, appetitlich, oder? Köstlich. Und der Sonnentag. Das ist ein guter Tag. Am Sonntag. Oh, was? Okay. Das wusste ich ja gar nicht mehr, dass es sowas drauf hat. Egal, stirb einfach, Kinoso. Hast mich jetzt verwirrt mit deinem komischen Verwandlungsmove. Ich meine, du siehst auf einmal komplett anders aus. Also nicht vorher noch grün? Ja, und das Zauberblatt haut bestimmt rein. Oh nein! Was? Alter! Meine ich einfach einen Volltreffer, wenn ich mich darüber lustig mache, dass du keinen Schaden machst? Dann stehe ich da wie ein Vollidiot. Hör bitte auf mit sowas. Fuck! Alles soll ich noch einen Volltreffer, Kinoso? Ich hoffe doch nicht, denn ich möchte meinen Smarty heilen. Mit einer smarten Kumu-Milch. Boah, wenn ich die Kumu-Milch sehe, ich glaube, ich mache mir jetzt nach diesem Part, beziehungsweise nach dieser Aufnahmesession, werde ich mir wieder Cornflakes machen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Gott, ich esse momentan zu viele Cornflakes. Oh nein, Sorgensamen! Oh Gott. Sie bereiten mir so viele Sorgen. Was ist die Fähigkeit Insomnia? Ich kenne nur Insomniac. Die haben Spyro entwickelt. Gute Jungs. Du kannst Blättertanz? Oh shit. Oh shit, der Blättertanz kann richtig reinhauen. Na. Ja. Okay. Er könnte richtig reinhauen, wenn Kinoso stark wäre. Was aber nicht der Fall ist, weil es ein Kinoso ist. Allein der Name. Absurd. Grotesk. Lächerlich. Ein Kinoso. Ladies and Gentlemen. Level 16 für Muffin. Yay. Gut gemacht, Muffin. Gute Arbeit. Was hast du denn als nächstes auf Lager?
ein Schwalbininininini. Dafür bin ich bereit. Hallo Schwalbininininini. Ich glaube, ich mache einen Zen-Kopfstoß auf dich. Tauschen wir jetzt KP mit der Notsituation? Nee, es ist einfach nur entsetzlich schwach. Aber gut, dann weiß ich ja schon mal, worauf du in diesem Kampf hier pochen wirst, welchen Angriff einzusetzen. Nämlich die Notsituation. Wenn du überlebt hättest, Schwalbininininini, was du auch nicht hast, weil du schwach bist. Danke für deine Aufmerksamkeit. Galaktiker Rüpel. Umwerfend! Vielen Dank. Das bin ich in der Tat. Na, friss Dreck! Ich wollte sie jetzt in den Dreck werfen, weil sie gesagt hat, umwerfend, aber es hat nicht geklappt. Sowas hasse ich immer. Da merkt man immer ganz klar die Limitierung der Spiele. Des Mediums Videospiele an sich. Ich kann die Frau einfach nicht in den Dreck schubsen. Das macht mich verrückt. Das macht mich traurig. Was mich dagegen nicht so traurig... Oh, das Modexo Boss Training. Das macht mich auch wieder traurig. Aber Trashy, Tatsache, dass du ein Item gefunden hast, macht mich nicht traurig. Ein Hyperball. Vielen Dank dafür. Oh nein, es zappelt hilflos am Boden. Ich würde es essen. Nach wie vor. Okay, hier ist ein Meteor eingeschlagen. Warum nicht? Was haben wir denn da links? Okay, ein Carpador-Wall. Damm, was auch immer. Schauen wir erstmal hier runter. Was habt ihr denn alles? Du willst kämpfen, nehme ich an. Da lag ich wohl richtig. Du, wenn du kämpfen willst, ist kein Problem für mich. Ich bin dabei, okay? Ich zerfetze dich. Ich zerreiß dich in der Luft, mein Freund. In der Luft. Einfach so, mit dem kleinen Finger. Da kann auch ein Anorit nichts dran ändern. Hallo, Anorit. Anorit müsste Käfergestein sein. Das bedeutet, mein getreuer Eisbiss, wie heißt es? Eiszahn. Mein getreuer Eiszahn sollte hier sehr, sehr guten Schaden austeilen. Also bin ich super. Eiszahn! So geil. Gut gemacht, Tosspunkt-Echse. Gute Arbeit. Und auch du, Anorit. Die Metallglaue ist auch sehr gute Arbeit, weil sie enorm viel Schaden austeilt. Satt die 4 KP. Alter. So stark. Hey, ist gar nicht sehr effektiv. Ah. Ah. Mysteriös. Ja. Schau mal, bin ich mit den ganzen Pokémon-Typen noch nicht so gut vertraut, wie ich immer dachte. Tut mir leid, Leute. Ich habe versagt. Tut mir wirklich so sehr leid. Ich glaube, Eis ist nur neutral gegen Käfer. Was in der Tat Sinn ergeben würde, weil Käfer sich ja gerne mal über den Winter einfrieren lassen von der Umgebung. Für ihren Winterschlaf. Deswegen richtet Eis dann natürlich keinen so großen Schaden an. Macht Sinn. Ein bisschen. Ah, und du frisst mal den Fruchtlamm, Tirps. Du sollst ja kein Gegner sein. Ich meine, schau dich mal an. Ist doch kein Gegner. Kriegst den Fuß ins Gesicht, mein Freund. Da kannst du mich nur so viel Body checken. Das ändert nichts daran. Fuck. Wisst ihr, was ich nach diesem Part jetzt erstmal machen werde? Nachdem ich... Nein, bevor ich mir noch Cornflakes mache. Das wird der einzige Part sein für heute. Ich werde mir dieses verdammte Tablet bestellen. Ich brauche mein Zeichentablet. Also kein iPad oder so, sondern mein Zeichentablet. Ich denke nämlich gerade wieder daran und das will ich ganz dringend haben. Ich habe jetzt gerade keine Ausrede. Ich habe momentan gerade 70 Euro eventuell übrig, die ich dafür ausgeben könnte. Deswegen, ey, ich muss es mir holen, ich brauche es jetzt. Sofort. Ein Armaldo. Meine Fresse, was ist denn los mit euch? Seid ihr jetzt die Fossilienmänner Team Galaktik oder was? Tch, lächerlich. Ja, lass dich erstmal einschüchtern, Armaldo. Und dann lass mich bitte meinen DOS.exe auswechseln, weil mir gerade auffällt, dass du vom Typ Gestein bist und das Punkt Exe vom Typ Flug. Deswegen geht das alles nicht gut aus. Lassen wir lieber Smarty erledigen. Smarty macht einen Surfer und dann haben wir ganz geschmeidig gewonnen, ohne ein Risiko einzugehen. Liege ich da richtig, Smarty? Smarty, Smarty. Dankeschön, Smarty. Ich finde es gut, dass du mir mal zustimmst. Du bist wirklich ein getreuer Kamerad in guten wie auch schlechten Zeiten. Hauptsächlich ja in den guten, weil du super bist. Ich mag Smarty. Smarty ist ein großartiges Pokémon. Seht ihr, es teilt auch verdammt guten Schaden aus. Seht ihr, so muss das aussehen. Genau so und nicht anders. 33 für das Punkt Excel, das ist doch auch mal was. Alter, Muffin, das ist ein Arsch voll Erfahrungspunkt, den du da bekommst. Ich hoffe, du weißt das zu würdigen. Und ein Minon. Minon! Du bist ein Arschloch-Pokémon, du bist nicht von Typ Elektro. Frisst die Zen-Kopfnuss. Warum mache ich Zen-Kopfnuss? Surfer wäre, glaube ich, klüger. Also ist Imitator. Setzt Surfer ein. Ja, das ist clever, das macht sehr viel Schaden. Wenn man ein Elektro-Pokémon ist, dann sollte man natürlich möglichst versuchen, eine Wasserattacke gegen ein Wasser-Pokémon einzusetzen.
Das hast du exakt perfekt gut erkannt, Minun. Das war gute Arbeit. Dein Trainer, ich verstehe gar nicht, warum der noch ein Galaktikrüpel ist. Ich finde, er sollte mit diesen strategischen, meisterhaften Fähigkeiten, sollte er mindestens der Anführer von Team Galaktik werden. Es ist einfach ein Genie. Ein junger Gott unter den Pokémon-Trainern. Kann man nicht anders sagen. Ich nenne ihn auch gerne einen Vollidioten. Naja. Und ein Damioplex. Hallo Damioplex. Damioplex. Gott, siehst du bescheuert aus mit deinem komischen Schwänzchen am Arsch. Und den Kugeln zwischen den Hörnern. Du siehst echt dumm aus, Damioplex. Weißt du das? So richtig, richtig dämlich. Und Surfer. Macht guten Schaden, oder? Sehr guter Schaden, Smarty. Ich bin ja ein bisschen stolz auf dich. Nicht viel, aber schon so ein ganz kleines bisschen. Ja. Damioplex. Und Muffin, Level up für dich. Dankeschön. Also Team Galaktiker Rüpel, wie ich dich auch gerne nenne, den zukünftigen Anführer von Team Galaktik, das war ein fabelhafter Kampf. Kann man nicht anders sagen. Gibt's ja nicht sonst noch irgendwas außer euch? Willst du auch kämpfen? Was machst du hier? Bist du einer von diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen? Pah, ist ja auch egal, wer du bist. Du machst eh keinen Unterschied mehr, denn jetzt brechen wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden Hauptquartier in Schleiede gebracht. Ins Hauptquartier in Schleiede. Da frage ich mich aber gerade, was hat das mit diesem Typen am Karpador-Damm zu tun? Typ am Karpador-Damm? Hi. Selbst Team Galaktik hat keinerlei Verwendung für Karpador. DOS.exe, hör gar nicht hin. Hör gar nicht hin, DOS.exe. Wir haben sowas nicht nötig. DOS.exe, wir werden sie zerstampfen, okay? Weil sie gesagt haben, sie haben keine Verwendung für Karpador. Für was halten die sich? Was ist denn los mit euch, Team Galaktik? Ihr habt euch so einen saftigen Arschtritt verdient. So saftig. Ich kann schon richtig schmecken. Gegen dich muss ich wohl kämpfen, oder? Nehmen wir erstmal Trashy das Item ab. Hypertrank. Dankeschön, Trashy. Okay, versuchen wir es. Die Mission verläuft wie am Schnürchen. Das wird großartig. Okay, hi. Ich bin MOP männlich. Ich kenne dich. Natürlich, ich bin MOP männlich, der weltbekannte Trainer. Ja, du hast sicher schon in einer deiner Team Galaktik Zeitschriften von mir gelesen. Ja, die Leute zerreißen sich das Maul über mich, weil ich nämlich ein fantastischer Trainer bin. Ein Ultrigaria. Okay. Oh, die Musik hier ist voll funky. Na, funky ist nicht der richtige Begriff, aber die Musik hat was in dem Kampf hier gerade. Sollte ich mal runterladen für Videos. Eiszahn! Perfekter Angriff gegen Ultrigaria. Die Kälte gefällt dir nicht, du Pflanze. Da gehst du ganz schnell ein. Na. Fuck! Kein One-Hit. Aber solide Arbeit, DOS.exe. Das haben sie davon, wenn sie sagen, du, wir haben für Karpador keine Verwendung, wir sind Team Galaktik. Halt die Fresse, Team Galaktik. Ich werde euch die wahre Macht eines Karpadors zeigen. Mit Garados. Aber es war mein Karpador. Und darum geht es. Versteht ihr? Wir lassen uns hier nicht rumschubsen und wie Fische zweiter Klasse behandeln. Das sehe ich ja überhaupt nicht ein. Überhaupt nicht. Und Mafia ist Level 20. Das freut mich für dich, Muffin. Und ein Pfiffchen. Ja, ich würde mal behaupten, mit Pfiffchen sollte DOS.exe auch auf jeden Fall fertig werden. Friss den Eiszahn. Den kalten Zahn voll Eishaftigkeit. Es ist so, als würdest du auf Eiswürfeln herumkauen. Irgendwie ein unangenehmes Gefühl. So fühlt sich der Eiszahn an. So ganz so, oh, so knirschig, so und kalt. Ja. Kein schöner Angriff. Schau, Pfiffchen. Pfiffchen! War nett mit dir. Und ein Fluffeluff. Das ist der Anführer von Team Galaktik. Wisst ihr was? Ich glaube, der Typ mit seinem Minun, der ist komplett dumm einsetzt, wäre ein besserer Anführer als du. Ich meine, er hat wenigstens kein Fluffeluff im Team. Was soll das? Willst du mich zu Tode kuscheln? Willst du mich fluffeluffen? Willst du etwa noch fluffiger werden? Fluffy, fluffy, fluffeluff. Hm? Eiszahn von Fluffeluff. Das, lasst euch das auch mal auf der Zunge zergehen. Fluffeluff macht einen Eiszahn. Das hat nicht mal Zähne. Glaube ich.
Wenn es Zähne hat, dann sind es so ganz kleine rosa Milchzähnchen. Ja, dummes Fluffeluff. Das war dann der Commander Saturn. Du bist stark, jetzt verstehe ich, warum du so gut trotzen konntest. Ja, weil ich stärker bin als du, selbst ich als Commander. In Ordnung so. Ich werde niemals schaffen, im Strom der Zeit verschwinden. Deine legendären Pokémon mit Kräften werden vollkommen das Universum irgendwas machen. Okay, spannende Geschichte. Was ist das jetzt hier? Ernsthaft, das war's? Dann gehe ich wohl wieder, nehme ich an. Dann gehe ich wieder. See der Kühnheit. Welch kühner See. Ich glaube, ich muss jetzt aber dann... Nee, hier ist immer noch die Carpador-Wand. Ein Carpador zappelt hilflos am Boden. Nicht nur eins, mein Freund. Nicht nur eins. Das sind mehrere Carpadors. Nehme ich nicht an. Ich glaube, es war jetzt alles, was hier in dem See sogar zu erledigen gibt. Ich glaube, jetzt muss ich dann als nächstes die anderen Seen noch abklappern. Das, meine lieben Freunde, sehen wir aber dann erst im nächsten Part. Ja, bis im nächsten Part. Gute Nacht.